Jetzt bei Anwälte im Einsatz. Fußballfan Jan Liefert wird der schweren Körperverletzung beschuldigt. Bernd Römer ermittelt in der Hooligan-Szene, um seine Unschuld zu beweisen. Hey, was soll das denn? Stefan? Polizei! Hey, weg hier. Sie hängen hier mit blutverschmierten Händen im blau-weißen Fanschal über dem Opfer, rot-weiß und zusammengeschlagen. Ich bin doch kein Hooligan. Ich bin ganz normaler Fan. Was haben Sie denn jetzt eigentlich gegen meinen Mandanten in der Hand, wenn ich fragen darf? Die Anwesenheit am Tatort, weil er erste Hilfe geleistet hat? Wenn Sie den wahren Täter nicht identifizieren, der Sie zusammengeschlagen hat, dann belasten Sie meinen Mandanten sehr schwer. Wenn noch nicht mal das Opfer dazu bereit ist, den wahren Täter anzuzeigen, wie soll das dann gehen? Und irgendwann stirbt vielleicht noch mal jemand. Der fanatische Fußballfan Jan Liefert ist schwer verliebt und seit 4 Monaten mit der Schülerin Kira Wienrecht zusammen. Jan hat seine Eltern früh verloren und ist in einem Heim aufgewachsen. Dass Kiras Mutter Anja Wienrecht und ihr Lebensgefährte Stefan Gröning ihn wie einen Sohn behandeln, macht Jan umso glücklicher. Er ahnt nicht, dass Stefan die Familienidylle schon bald zerstören wird. Wo bleibt Stefan denn? Er wusste doch, dass wir zusammen essen wollen. Mach mal jetzt nicht so einen Gedanken, der wird schon gleich kommen. Und ich find's viel schlimmer, dass er nicht mit zum Spiel heute Abend will. Das wäre total lustig mit dem geworden. Ja, das und es wird sowieso ein geiles Spiel. Hm? Das glaube ich. Hallo ihr Lieben, ich bin sofort bei euch. Hallo Schatz, da bist du ja endlich. Ach Mensch, Jan, magst du noch mal eben in die Küche gehen, Wasser holen? Bitte, ja, ich hab's klar. Vergessen zu holen. Kein Ding. Danke. Stefan? Scheiße, du blutest ja. Soll ich Anja oder einen Arzt oder irgendwas? Ruf dir niemanden, ist das klar? Das, was du gerade gesehen hast, vergiss du mal ganz schnell. Und jetzt gehen wir da rein und essen. Jan hat sich immer gut mit Stefan verstanden, aber dessen aggressives Verhalten hat den 20-Jährigen mehr als geschockt. Denn für Waisenkind Jan ist die neue Familie das Wichtigste in seinem Leben. Er nimmt sich vor, nach dem Fußballspiel noch einmal mit dem 36-jährigen Vertrauenslehrer zu reden. Doch als Jan vom Spiel kommt, nimmt sein Leben eine dramatische Wendung. Alter, was ist los, Mann? Was ist los? Hey, was soll das denn? Stefan? Das war Stefan? Scheiße. Hallo? Hallo? Ich rufe einen Krankenwagen, okay? Ganz ruhig liegen bleiben. Fuck. Scheiße. Stefan, ich glaube. Hey, Polizei! Hey, weg hier. Hey, ich wollte gerade einen Packenwagen rufen. Ja, das werden wir feststellen. Erstmal Ihren Ausweis. Personalausweis. Ruckzuck her. Ausweis bitte, genau. Hier, Mann. Scheiße. So, Herr Liefert, was wollten Sie denn machen? Ich wollte ihm helfen. Ich habe gerade einen Krankenwagen rufen wollen, bevor ihr gekommen seid. Den brauchen Sie nicht rufen. Wir haben den schon verständigt. Eine Zeugin hat das Ganze hier beobachtet. Deswegen sind wir auch hier. Der hat's ja wohl gesehen, dass ich das nicht war. Ich habe doch die Täter gesehen, die sind doch gerade abgehauen. Herr Liefert, was ist denn das für eine Ausrede? Sie hängen hier mit blutverschmierten Händen im blau-weißen Fanschal über dem Opfer, rot-weiß und zusammengeschlagen. Also jetzt wird's ja schlimmer. Die Zeugenaussage trifft genau auf Sie zu, Herr Liefert. Ich wollte ihm helfen, verdammt doch mal! So, Herr Liefert, Sie sind vorläufig erstmal festgenommen. Was? Das war wegen dringendem Tatverdacht nach einer Körperverletzung. Hey, das ist ja wohl ein Scherz. Alles Weitere klären wir auf der Wache. Kommen Sie bitte mit. Kurze Zeit später sitzt Jan völlig verzweifelt auf der Polizeiwache, um seine Aussage zu Protokoll zu geben. Da er der Körperverletzung bezichtigt wird, bittet er Anwalt Bernd Römer um Hilfe. Er hat durch einen guten Freund von dem Juristen erfahren. Jan kann nicht glauben, dass Stefan in eine Schlägerei verwickelt war, hat ihn aber eindeutig erkannt. Also ich würde vorschlagen, dann fangen Sie doch einmal von ganz von vorne an. Jetzt ist Ihr Anwalt ja da und dann erzählen Sie mir, wie es abgelaufen ist. Okay. Ich war mit meinem Kumpel Dennis unterwegs. Wir sind aus der Bahn gestiegen und wollten nach Haus gehen, aber getrennte Wege. Wir wohnen ein Stück auseinander, also ich war allein. Einfach die Straße runtergegangen, an einer Einfahrt vorbei. Und da hörte ich sowas wie, Sie würden sagen, Kampfgeräusche. Also Schreie, klatschende Geräusche, wie Schläge. Bin natürlich da hingelaufen, um zu gucken, was da ist. Und wurde von 2 Typen fast umgerannt, die, ich würde sagen, von da geflohen sind. Die hatten einen Affenzahn drauf.
Können Sie die beschreiben? Oder kannten Sie möglicherweise sogar irgendeinen von denen? Ja, den einen kenne ich sehr gut. Das ist der Lebensgefährte der Mutter meiner Freundin. Stefan Gröning. Ein Lehrer, ein Vertrauenslehrer. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Das ist ein Ding, ja. Stefan Gröning. Stefan Gröning, ja. Vertrauenslehrer. Ja, danke. Ich kann das schon alleine. Also ehrlich gesagt, das klingt doch alles sehr nach Zufall, was Ihr Mandant mir hier erzählt, ja? Also, so eine Geschichten höre ich zigtausendmal am Wochenende von irgendwelchen Hooligans, ja? Sie waren nur zufällig am Tatort, wollten nur helfen und sind völlig unschuldig. Ich bin doch kein Hooligan. Ich bin ganz normaler Fan. Ich habe mich noch nie wegen Fußball geprügelt. Was haben Sie denn jetzt eigentlich gegen meinen Mandanten in der Hand, wenn ich fragen darf? Die Anwesenheit am Tatort, weil er erste Hilfe geleistet hat? Oder was haben Sie sonst noch? Das reicht Ihnen dann aus? Also, ehe Sie sich weiter echauffieren, Herr Römer, kann ich Ihnen ja mal ein paar Tatsachen zukommen lassen. Also, ich wäre erfreut. Erstens, wir haben Ihren Mandanten vor Ort angetroffen, über dem Opfer gebeugt mit blutigen Händen. Natürlich hatte ich Blut an den Händen, ich wollte dem Kerl doch helfen. Er wird es auch noch verstehen. Warten Sie mal. Weiterhin haben wir auch noch eine Passantin, die eine Zeugenaussage abgegeben hat, die auf Ihren Mandanten zutrift. Wie sieht die denn aus, diese Person? Kann ich Ihnen sagen. Was hat sie denn da abgegeben? Würde mich doch jetzt sehr mal interessieren. Ja, Moment, ich habe ja nicht alles im Kopf. Also, der Täter soll zwischen 20 und 30 Jahren sein, 1,85 bis 1,80 groß, dunkelblondes Haar und ein blau-weiß gestreiftes Fan-T-Shirt soll er getragen haben. Und jetzt sagen Sie mal bitte, dass das nicht auf Ihren Mandanten zutrifft. Entschuldigen Sie, wollen mir allen Ernstes sagen, dass Sie mit dieser lächerlichen Personenbeschreibung ihn identifizieren wollen? Wollen Sie sich vor Gericht lächerlich machen? Ein blau-weiß gestreiftes T-Shirt von einem Fußballverein hier aus der Gegend? Zwischen 20 und 30? Das ist doch nicht Ihr Ernst. Dann warten wir mal bitte die Gegenüberstellung ab und dann gucken wir mal, was diese Passantin wirklich gesehen hat und was nicht. Ich komme mir Ihrer Idee so ein bisschen nahe, sagen wir mal so. Sie tun aber auch dann genau das, was Ihr Anwalt Ihnen sagt und halten sich jederzeit für uns zur Verfügung. Ja? Jederzeit, also so gut wie es geht. Vernehmung ist auf jeden Fall beendet und dann warten wir mal die Gegenüberstellung ab. Genau. Okay. Und alles Weitere, was ich machen muss, das können Sie ruhig mir überlassen. Ja, das habe ich gelernt. Bernd Römer weiß, dass eine schwere Körperverletzung zwangsläufig zu einer Haftstrafe führt. Die will er seinem Mandanten ersparen. Mann, haben Sie auch Pech gehabt. Ausgerechnet an den Mann mit dem Pferdeschwänzchen zugeraten. Das ist der ehrgeizigste Beamte, den ich kenne. Aber Sie sind genau im richtigen Moment gekommen. Also danke dafür. Das ist ja auch mein Job. Passen Sie auf, ich schlage Ihnen vor, ich bringe Sie jetzt bei der Mutter Ihrer Lebensgefährtin vorbei. Wenn ich das richtig verstanden habe, kann ja der Stefan Gröning da schon sein. Oder der taucht da auf. Und dann wäre ich ehrlich gesagt gerne vor Ort. Ja, Sie wollen mitkommen? Ja, klar. Okay. Kommen Sie, ich bringe Sie hin. Es ist natürlich für die Polizei ein leichtes zu sagen, mein Mandant war am Tatort, er war am Opfer, er hat sogar das Blut des Opfers an seinen Händen, da muss er ja wohl auch der Täter sein. Ich meine, dass die Erklärung, die mein Mandant geliefert hat, er habe erste Hilfe geleistet, zunächst mal sehr glaubwürdig ist. Die Passantin hat, wenn ich das richtig sehe, gar nicht viel gesehen. Und deshalb interessiert mich jetzt mal eins, wer ist Stefan Gröning? Von dem möchte ich mir jetzt mal selber ein Bild machen. Bernd Römer will Jans Freundin Kira und ihrer Mutter Anja von Stefans Gewalttat berichten. Jan ist heilfroh über die Unterstützung seines Anwalts. Denn der 20-Jährige weiß, dass Anja lange unter der Trennung von Kiras Vater gelitten hat. Nach 8 einsamen Jahren hat sie in dem Lehrer Stefan endlich eine neue Liebe gefunden. Auch Kira wird die Nachricht schockieren. Sie schätzt Stefan und vertraut ihm. Kannst du mir mal sagen, wo du den ganzen Tag warst? Ich hab dich andauernd angerufen. Eigentlich wolltest du zum Essen kommen, ne? Wen hast du noch mitgebracht? Das ist mein Anwalt. Schönen guten Tag, Römer. Ich war auf dem Polizeipräsidium, ich konnte da nicht einfach ans Telefon gehen. Jan, was ist denn passiert? Steckst du in Schwierigkeiten? Was ist denn los? Können wir dir helfen? Jein. Eigentlich steckt Stefan in Schwierigkeiten. Ich habe ihn vorhin gesehen, wie er mit irgendeinem anderen Kerl einen Typen zusammengeschlagen hat. Von einem gegnerischen Fußballverein. Und zwar krankenhausreif geschlagen. Nicht nur ein bisschen. Was erzählst du denn hier? Was ist das denn für ein Blödsinn? Stefan hat jemanden zusammengeschlagen, hä? Die Bullen haben mich noch als Verdächtigen mitgenommen, weil ich nur helfen wollte. So ist es. Deshalb waren wir auf der Polizeiwache. Und mein Mandant ist sich da sehr sicher, dass er ihren Lebensgefährten gesehen hat. Sag mal, Jan, pass mal auf, was du da machst, ja? Stefan ist ein total lieber Kerl. Der kümmert sich total um uns alle hier. Und du schwärzt ihn bei der Polizei an, weil du Schwierigkeiten hast. Sag mal, hör mal auf. Das geht jetzt ein bisschen weit, oder? Ich weiß ja selber, wie bescheuert das aussieht. Aber ich musste mich doch beeilen zu euch, um euch wirklich zu warnen. Der Typ ist doch gemeingefährlich. Aber das ist doch totaler Schwachsinn. Mann, Jan, was machst du denn da? Stefan ist Vertrauenslehrer. Ist ein total liebevoller Kerl.
Ja, ich kenne ihn über ein Jahr. Wir sind hier eine glückliche Familie jetzt. Er ist doch kein Schläger. Was machst du denn da, nur weil du Schwierigkeiten hast? Also ich verstehe, dass das ein Schock für Sie ist. Aber mein Mandant hat das bei der Polizei so gesagt, weil er sich sehr sicher ist. Das bedeutet, die Polizei wird gegen ihren Lebensgefährten selbstverständlich auch Ermittlungen aufnehmen und den auch befragen. Das glaube ich doch nicht. Das ist doch nicht wahr. Wissen was? Ich möchte mir diesen Mist hier nicht mehr anhören, ja? Und so möchte ich auch nicht, dass über Stefan gesprochen wird. Sie können jetzt bitte gehen, sofort, ja? Am besten den kurzen Weg gleich hinten durch den Garten. Und du gehst gleich mit und tauchst hier nie wieder auf. Du spinnst ja wohl. Ist ja gut, ist ja okay. Beruhigen Sie sich bitte, aber wir gehen selbstverständlich. Respektieren wir ja. Komm, kommen Sie. Das glaube ich doch nicht. Nur weil der gefrustet ist wegen seiner Arbeitslosigkeit, ne? Erzählt er so einen Mist über Stefan. Es kann doch nicht wahr sein. Wir haben ihn hier wie einen Sohn aufgenommen in der Familie. Mama, denk mal drüber nach. Warum sollte Jan sich sowas ausdenken? Vielleicht ist ja doch was dran an der Geschichte. Ich weiß, dass es jetzt echt total schwer für dich ist, Schatz, ja? Ist eine total doofe Situation. Aber Jan kennen wir erst 4, 5 Monate. Und wer weiß, was das für einer ist. Und wir können Stefan vertrauen. Mama, ich weiß, dass es alles ein bisschen unlogisch klingt, aber... Lass mich da erstmal rüber, das ist mir gerade ein bisschen zu viel. Ich geh auf mein Zimmer, okay? Ich kapier das nicht. Warum sollte Jan so unfair sein und Stefan beschuldigen? Ich meine, ich habe Jan jetzt nicht als brutalen Typen kennengelernt, so absolut gar nicht. Aber ich frage mich gerade wirklich, ob er mir die letzten Monate nicht doch nur was vorgespielt hat. Ich meine mal, wenn es um Fußball geht, dann kann er schon ganz schön emotional werden. Nachdem Stefan von Anja über die Vorwürfe informiert wurde, meldet er sich sofort bei der Polizei. Jans Anschuldigungen bringen Anja zur Weißglut. Die 37-Jährige ist seit einem Jahr mit Stefan zusammen und sieht nun ihr großes Glück in Gefahr. Doch der 36-jährige Lehrer mimt den Unschuldigen. Der Jan Liefert hat nämlich bei uns ausgesagt, dass er Sie zweifelsfrei erkannt hat, wie Sie vom Tatort geflüchtet sind. Was sagen Sie denn dazu? Der muss mich verwechselt haben. Ja, zu dem angegebenen Zeitraum, da war ich mit einem Freund beim Sport und anschließend sind wir noch essen gegangen. Mhm. Das kann definitiv nicht sein. Gut, dann würde ich Sie bitten, ganz kurz den Namen des Freundes und des Restaurants aufzuschreiben, ja, dass wir das überprüfen können. Ja? Mhm. Falls Sie einen Anwalt hinzuziehen möchten, was Ihnen natürlich jederzeit zusteht, könnten Sie auch von mir das Aktenzeichen haben, das ist gar kein Problem. Nee, brauche ich nicht. Ich habe ja nichts zu verbergen, ist alles in Ordnung bei mir. Wir würden auch gleich noch eine Gegenüberstellung machen, und zwar mit Ihnen, Herrn Liefert, dem Opfer der Prügelattacke und einer Zeugin. Aber nur, wenn Sie natürlich dazu bereit sind. Ja, natürlich. Ich meine, ich will ja auch, dass dieses Missverständnis endgültig aufgeklärt wird. Na, das ist doch perfekt. Also es sind für mich nur noch 2, 3 Anrufe, ist alles vorbereitet. Dann würde ich Sie bitten, kurz noch auf dem Flur Platz zu nehmen. Mhm. Ja? Okay. Dann sehen wir uns gleich. Entweder ich oder ein Kollege kommen, dann holen Sie ab und führen Sie rüber. Ja? Danke. Vielen Dank. Bis dahin. Ne? Bis gleich. Tschüss. Ja? Tschüss. Danke. Ne? Oh, Schatz. Alles gut. Alles wird gut, ne? Oh, echt, ich könnte total ausflippen, nur weil Jan solche Gehirngespinste im Kopf hat. Sitzen wir, das kann doch nicht wahr sein, Mann. Mein Gott, beruhige dich, Schatz. Der Junge meint das nicht so böse, wirklich nicht. Der hat mich irgendwie in seiner Hektik verwechselt. Das ist alles. Hey, dass du immer noch so viel Verständnis für ihn hast. Ey, man merkt dir deinen Job echt an. Ja. Ey, aber dafür liebe ich dich ja auch. Alles gut, es wird alles entspannt. Guck mal, da kommt er ja. Da steht's. Jetzt sag ihr, wer du bist. Ja, schön, dich zu sehen. Alles gut. Dein Zivilcourage und dein Engagement in Sachen Gerechtigkeit in allen Ehren, aber ich bin fest davon überzeugt, du hast mich irgendwie verwechselt mit jemandem, den du kennst. Hm? Was soll denn der Scheiß jetzt? Du weißt ganz genau, dass ich dich gesehen habe. Jan, ich bitte dich, beruhige dich. Alles wird gut, oder? Alles wird gut. Der Nummer kommst du nicht durch. Ja, ich halte dafür nicht den Kopf hin. Ruhig, entspann dich. Alles wird gut. Was ist denn hier schon wieder los? Herr Liefert, wollen Sie gleich die nächste Anzeige kassieren? Beruhigen Sie sich doch erstmal. Herr Gröning, darf ich Sie bitten, kurz noch Platz zu nehmen? Mein Kollege kommt gleich. Wir müssen nämlich rüber ins andere Gebäude zur Gegenüberstellung. Und Herr Liefert, Sie kommen schon mal mit zur Gegenüberstellung. Mein Anwalt ist doch gar nicht hier. Immer mit der Ruhe. Einfach mal kurz Platz nehmen. Alles klar, machen wir. Ich habe Ihren Anwalt informiert, der ist auf dem Weg hierher. Wir gehen jetzt erstmal rüber und dann werden wir weitersehen, okay? Ich bin gerade echt geschockt. Ich kenne Jan so gar nicht. Dieses aggressive Verhalten ist völlig ätzend. Langsam gebe ich meiner Mutter echt recht. Stefan wird einfach so ruhig sein, weil er ihm nichts gemacht hat. Stefans falsches Spiel versetzt Jan in Rage. Dass seine Freundin Kira auch noch zu Stefan hält, bringt das Fass für ihn zum Überlaufen. Doch Jans Aggressivität lässt ihn nicht nur vor Kira und Anja, sondern auch vor den Polizeibeamten in einem schlechten Licht erscheinen. Bleiben Sie locker. Wenn das jetzt gut läuft, davon gehe ich mal aus, hat sich die Sache für Sie wahrscheinlich erledigt. Bleiben Sie locker und entspannt. Ach, um was mal hoffen. Stefan benimmt sich doch, als ginge das alles total am Arsch vorbei.
Der steht da mit so einem Grinsen und mich kotzt das hier alles tierisch an. Das weiß ich, aber Ihr aggressives Verhalten, das wendet sich höchstens gegen Sie. Lassen Sie das, vergessen Sie das. Bleiben Sie locker, entspannt, tief durchatmen. Jetzt gehen Sie da rein, stellen sich vor diese komische Wand. Dann wird das schon. Also ruhig bleiben, nicht provozieren lassen. Leichter gesagt als okay, getan. Ich weiß, natürlich. Ich will jetzt nicht länger unterbrechen, aber Sie folgen mir jetzt mal bitte mal, ja? Stefan, Jan und ein dritter Mann werden zur Gegenüberstellung gebracht. Die Zeugin Elsbeth Karowski hat der Polizei gegenüber angegeben, die Schlägerei beobachtet zu haben. Sie soll den Täter nun identifizieren. Doch Bernd Römer hält die ältere Dame für keine glaubwürdige Zeugin. So, Frau Karowski, Sie können Sie sehen, Sie können nicht gesehen werden. Jetzt gucken Sie mal ganz in Ruhe, wer das nur sein könnte. Genau, setzen Sie mal die Brille auf. Ja. Erkennen Sie denn irgendjemand? Ich glaube, der in der Mitte war das. Der in der Mitte, das war er. Der kickt so böse. Das war er. Den habe ich gesehen. Ganz sicher. Weil er böse guckt, sagen Sie mir. Nee, weil deshalb er meinen Sie die zwei. Woran haben Sie ihn erkannt? Am bösen Blick? Nee, ich hab sie gesehen, wie er es gemacht hat, aber... Aber so ganz sicher sind Sie nicht. Doch. Wenn Sie die Sicherheit angeben müssen in der Prozentzahl, wäre die dann höher als die Dioptrienzahl Ihrer Brille? Oder wie sieht es aus? Ich gebe gar keine Prozente an. Das war der. Können Sie machen, was Sie wollen. Das ist er gewesen. Frau Karowski, wenn Sie sich sicher sind, dass Sie Nummer 2 war, dann bedanken wir uns bei Ihnen. Sie haben uns sehr geholfen. Und ich würde Sie bitten, bitte draußen bei den Kollegen noch das Protokoll zu unterschreiben. Ja, der war das. Vielen Dank. Wegen des bösen Blickes, ja? Nee, weil das war. Das gehört ins Protokoll rein. Entschuldigung, das ist ein Witz. Die Zeugin hat auf den getippt, der in der Mitte steht. Herr Römer, vielleicht hat sie auch einfach nur auf den getippt, weil er es war. Auch wenn er jetzt ihr ganzes Konstrukt an Verteidigung zusammenbricht, vielleicht war es einfach nur. Das ist jedenfalls keine verwertbare Gegenüberstellung, sage ich Ihnen jetzt schon. Die nimmt ihn jeder Richter auseinander. Gut, dann warten wir mal auf den nächsten Zeugen. Das ist doch das Opfer. Ja. Dann gucken wir mal, was er sagt. Richtig, Herr Römer, richtig. Wenn jetzt auch noch das Opfer Georg Baumann Bernd Römers Mandanten als Täter erkennt, wird es eng für Jan. Doch der Jurist bemerkt, dass der 35-Jährige gar nicht an der Aufklärung des Falls interessiert ist. Theoretisch könnten es alle drei gewesen sein. Also, ich erkenne keinen. Sie sind sich sicher, dass Sie keinen erkennen? Nee, ich war zu betrunken. Ich kann mich wirklich nicht erkennen. Gucken Sie mal, wir haben Zeit. Herr Baumann, Sie sollen nicht raten. Aber Sie hatten 1,1 Promille. Damit ist man durchaus noch in der Lage zu erkennen, wer hat einen angegriffen, wer hat zugeschlagen oder nicht. Ich kann mich wirklich nicht daran erinnern. Gut, also wenn Sie sich nicht daran erinnern können, dann würde ich sagen, brechen wir das Ganze jetzt hier ab und bedanken uns trotzdem für Ihre Mitarbeit und Sie können dann gerne gehen. Kann ich jetzt gehen, ja? Ja. Unterschreiben Sie bitte draußen noch das Protokoll. Genau, was sagen. Ja, also ich möchte noch mal eins festhalten. Mein Mandanten hat er jedenfalls nicht identifiziert. Die Gegenüberstellung hat meinen Mandanten leider nicht entlasten können. Wir haben eine Zeugin, die Frau Karowski, die will ihn erkannt haben. Vor Gericht wird sich die Aussage nicht halten lassen, da bin ich mir sicher. Die war so aufs Geradewohl abgegeben. Ich vermute, die hat einfach geraten. Aber für die Polizei ist das natürlich ein willkommener Anlass, weiter intensiv gegen meinen Mandanten zu ermitteln. Was die Aussage des Opfers angeht mit dem Georg Baumann, irgendwas stimmt da nicht. Also, das wird kein ganz einfacher Fall. Jan ist von Elsbeth Karowskis Aussage geschockt. Er kann die Wache zwar wieder verlassen, bleibt aber der Hauptverdächtige. Während Bernd Römer das weitere Vorgehen plant, hat Jan nur seine große Liebe Kira im Kopf. Die 17-Jährige bedeutet ihm alles und er will sie von seiner Unschuld überzeugen. Kann ich kurz mit dir reden? Allein? Wir warten auf dich. Okay. Mach mal. Was gibt's denn? Also nochmal Klartext. Egal, was die Polizei sagt und egal, was irgendwelche sogenannten Zeugen sagen, ich war das nicht, okay? Jan, ich wollte dir anfangs wirklich glauben. Echt jetzt. Aber dass du jemanden zusammengeschlagen hast und dann Stefan dafür die Schuld in die Schuhe schiebst, das fand ich völlig asozial. Und da Stefan das jetzt nicht war, ist ja wohl klar, oder? Aber ich war es doch auch nicht. Und ich schieb doch keinem was in die Schuhe. Das ist doch Blödsinn. Jan, ich glaub dir mittlerweile gar nichts mehr. Nur weil dich dein Leben ohne Ausbildung so abfuckt, kriegst du jetzt so einen Agro-Schub und prügelt irgendwelche Leute wegen Fußball zusammen. Jan ist doch völlig krank. Entschuldige mal, natürlich hätte ich gerne wieder einen Job, aber das ist doch was völlig anderes. Jan, das kann ich dir einfach nicht mehr glauben. Ganz ehrlich, so kann ich nicht mit dir zusammen sein. Tut mir leid. Was soll das jetzt heißen? Dass du Schluss machst oder was? Ja, Jan. Es ist aus. Es tut mir leid. Das ist doch nicht dein Jan, Ernst jetzt. Jan, lass mich los. Und damit du es weißt, ich habe der Adoption mit Stefan ja zugestimmt. Er wird mein Vater und ich kann nicht so jemanden gebrauchen, der meinen Vater für so etwas beschuldigt. Jan ist am Boden zerstört.
Erst verliert er seine Schreinerausbildung, dann wird er der Körperverletzung beschuldigt und nun trennt sich auch noch Kira von ihm. Mir tut das gerade auch echt weh. Ich war wirklich verliebt in Jan. Aber ich hasse Gewalt und ich könnte niemals mit jemandem zusammen sein, der so drauf ist. Und mit seinen ganzen Lügen macht er auch noch unsere komplette Familie kaputt. Ist echt besser so. Mäuse, ich hab grad noch was zu klären mit Jan. Ich komm sofort nach, ja? Stimme auf, Kollege. Was willst du? Ich hab keinen Bock auf dich. Verpiss dich. Du pfeifst jetzt sofort deinen Anwalt zurück. Haben wir uns da verstanden? Und Kira und Anja lässt du umgehend in Ruhe. Die beiden haben genug mitgemacht. Bist du bescheuert? Wir wollen doch keinen Stress, oder? Denkst du, ich gebe wegen dir Kira auf? Ganz ruhig bleiben. Alles ist gut. So, und eins sag ich dir noch. Halt die Klappe. Halt die Fresse. Jan hat Bernd Römer sofort von Stefans Drohung in Kenntnis gesetzt. Der Jurist hält den 36-Jährigen für gefährlich. Er muss dessen Schuld so schnell wie möglich nachweisen, um seinen Mandanten von dem Verdacht der Körperverletzung freizusprechen. Dazu will er dem Opfer Georg Baumann noch einmal auf den Zahn fühlen. Schönen guten Tag, Herr Baumann. Darf ich vielleicht kurz reinkommen? Worum geht's denn? Ich wollte mich kurz mit Ihnen unterhalten. Na gut, aber ich habe nicht viel Zeit. Dann werde ich mich mal kurz fassen und mich beeilen. Es geht um die Gegenüberstellung. Dazu hätte ich noch eine Frage. Wissen Sie, es ist so, wenn Sie den wahren Täter nicht identifizieren, der Sie zusammengeschlagen hat, dann belasten Sie meinen Mandanten sehr schwer. Und deshalb wollte ich Sie fragen, ob Ihnen nicht doch noch was eingefallen ist oder ob Sie sich nicht doch an irgendwas erinnern können. Verstehen Sie? Nee, kann ich nicht, denn ich habe zu viel getrunken. Man kann doch nicht so betrunken sein, dass man nicht mehr weiß, wer einem das angetan hat, oder? Mann, haben Sie sich noch nie die Kante gegeben? Waren Sie noch nie so blau? Ich glaube nicht, dass das eine Rolle spielt. Mein Alkoholkonsum hier. Ja gut, wenn Sie dabei bleiben, dann ist das Gespräch wirklich sehr kurz. Dann kann ich mich auch verabschieden. Obwohl ich Sie fragen wollte, ich habe einen Termin direkt im Anschluss. Könnte ich vielleicht ganz kurz Ihre Toilette benutzen? Ja, den Flur hier runter links. Ja, hier? Hier runter links. Danke. Hey, Schatz. Hallo. Ach, diese Tür bringt mich noch irgendwann um. Hallo. Alles okay? Bei dir? Ich war in der Apotheke und die haben gesagt, das ist die beste Wundsalbe, die es gibt. Daher... Kannst ein bisschen ruhiger sein, denn der Anwalt von den Typen ist da. Du weißt doch, wir sind letztlich in der Schlägerei. Was will er denn hier? Er hat halt ein paar Fragen. Bisschen ruhiger bitte, okay? Ey, es kann doch nicht wahr sein, Mann. Es geht mir so auf den Sack. Jedes Mal, wenn du weggehst, mache ich mir Sorgen, dass du nicht in einem Stück wiederkommst. Es gibt jedes Mal Ärger, es gibt immer irgendwas. Sein. So, vielen Dank, dass ich die Toilette benutzen durfte. Ja. Schönen guten Tag, Römer. Frau Schuster. Ah, steht ja drauf. Vom Sun und Fun Reisebüro. Danke, Herr Baumann. Trotzdem. Alles klar. Danke, tschüss. Schönen Tag. Tschüss. Der Herr Baumann hat sich mir gegenüber zwar nicht auf ein Gespräch eingelassen, aber der Besuch ja war definitiv nicht umsonst. Die Informationen, die ich jetzt bekommen habe, die sagen mir eins. Das ganz zufällige, harmlose Opfer ist der Herr Baumann nicht gewesen. Und vor allen Dingen ist seine Freundin auch nicht glücklich mit der ganzen Situation. Und deshalb werde ich mit der vielleicht noch mal in Ruhe reden. Ja,